Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story hier auf dem Vintage Story Kanal. Und wir sind immer noch in dieser verschollenen Welt und ich weiß nicht, wie wir zurückkommen. Wir sind gerade dabei, uns etwas zu essen zu machen, damit wir die Nächte und Tage überleben können. Aber es ist sehr schwierig hier, sehr, sehr schwierig und ja, wir werden sehen, wie wir uns hier wieder aus dieser Welt zurückkämpfen. Und von daher werden wir gleich mal wieder loslegen. Ja, ich werde mal ganz kurz hier vielleicht mein Bett aufschlagen. Ich muss bloß mal gucken, wie ich das am besten machen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach hier mit hinlegen kann. Mal schauen. Nee, das, Moment. Rum. Oh. Mal gucken. Vielleicht werden wir auch einfach instant angegriffen. Gute Nacht. So, da sind wir wieder und wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir haben uns etwas zu essen gemacht. Ein bisschen Fleisch haben wir gebraten. Das hatten wir ja von unserem kleinen Ausflug oder unserer kleinen Auseinandersetzung mit der Hyäne noch über. Und von daher alles gut, alles gut. Hier brutzelt, ein bisschen Papyrus durch die Papyruswurzeln. Ja, was macht man jetzt? Wir sehen hier oben, von hier oben sehen wir halt einfach nur karge Wüste, soweit das Auge reicht. Wir können jetzt aber mal ganz kurz gucken in der Zeit, wo das hier ja vor sich hin brät, dass wir eventuell mal die Ruine hier auseinandernehmen. Was heißt auseinandernehmen? Also wir gucken mal, was uns hier darunter erwartet. Irgendwo müsste ja eine Wessel zu finden sein. Mal gucken. Wir packen das jetzt hier einfach mal mit der Hand auf. Da ist er schon. Auf jeden Fall haben wir Flux-Crane drin. Das ist schon mal gut. Somit können wir uns... haben wir ein bisschen was zu essen. Also nicht viel, aber wir haben ein bisschen. Wir haben auch wieder hier eine Frucht. So, eins Frucht. Wir müssen hier auf den Berg hoch. Wir dürfen halt quasi bloß nicht zu dolle hier rumgangern. Damit wir uns unsere Hut wiederfinden. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Zeug drin. Also einfach gerade wieder hoch. Oh, da oben ist die... ist die Ruine. Mal. Die Früchte auf den Kakteen wachsen ja aktuell nicht nach, ne, in dieser Version. Mal sehen, wann das kommt. Hier ist auch erstmal nichts weiter. Boah. Ich glaube, ich kann mal hier das ausschalten. Also quasi die Übersicht, dass man, was man machen können sozusagen. Okay. Da hinten ist noch eine Frucht. So viel einsammeln wie geht. Wir brauchen viel Essen. Wenn wir so lange unterwegs sind, brauchen wir viel zu essen. So, ne, man sieht ja schön, dass hier einfach mal nichts ist. Außer Hyänen ist hier nichts zu sehen. Schade eigentlich. Ich hätte ja gehofft, dass wir hier irgendwo wieder einen Ausweg finden oder irgendwas. Aber naja. So, wie sieht's hier aus? Fünf Stück. Die brauchen halt sehr lange, bis sie fertig sind, ne? Deswegen nehmen wir das einfach mal wieder mit.
ab damit, ein Backpack. Und theoretisch fällt mir gerade mal so ein Moment. Wir machen Folgendes. 3, 6, 9. So. Dann haben wir nämlich eine Kiste. Und die hat nämlich wesentlich mehr Platz als dieser Korb. Den Korb können wir aber wieder mit dem Messer zerkleinern. Da kriegen wir dann unser einen Teil von unserem Papyrus wieder raus. Oder auch nicht. Na gut, dann lassen wir sie dort, wo sie ist. Da packen wir das hier rein. Na, dann packen wir die Kiste in die Kiste, ne? Basaltsand. Ich weiß nicht, brauche ich den Basaltsand? Muss ich den mit mir rumschleppen? Das vielleicht. Die Sojabohnen kann ich auch rausschmeißen, weil, wie gesagt, wir haben nichts zum Einlegen. Das eine Brett brauche ich jetzt auch nicht. Das stört jetzt auch nur da drin. Das dauert auch eine Weile. Müssen wir vielleicht später dann mal so einen gucken, dass wir einen Fass machen können. Muss ja in Wasser eingelegt werden. Gut. Die Fackel nehme ich wieder mit. Hab ich hier noch was drin? Nee. Und dann geht's weiter. Speer ausrüsten. Wer weiß, was wir hier noch an Kreaturen finden und treffen und so weiter und so fort. Nicht? So. Let's go to the mall. Das sieht man ja von hier oben. Auch nicht so viel. Wir gehen einfach mal weiter Richtung Norden. Ich glaube, das ist der Weg. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es könnte der Weg sein. Müssen wir mal gucken. Boah. Über Berg und Tal und alles. Ach, sieht das... Eigentlich sieht es schön aus von hier aus, ne? Eigentlich sieht es von hier aus schön aus. Können wir mal einen Screenshot machen für die Folge. Und da hinten, da müssen wir hin, da gibt es Früchte. Da gibt es was zu essen. Hier liegt überall irgendwelches... was ist das da unten? Obsidian, das ist gut. Ich nehme Obsidian mal mit. Damit können wir besseres Werkzeug machen. Also ich glaube, dass die Haltbarkeit von Obsidian etwas stärker ist als Flint. Deswegen packe ich das mal ein. Ich habe es jetzt selber noch nicht verglichen, aber ich vermute mal, dass Obsidian ein sehr starkes Material ist. Da ist noch ein Kaktus. Ja, wir haben uns von Kaktusfrüchten ernähren. Ich habe mich in Vintage Story, glaube ich, noch nie von so viel Kaktusfrüchten ernährt wie jetzt. Hat denn eine Wessel mehr Kapazität als eine Kiste? Bin mir gerade nicht sicher. Da hätte man nämlich auch eine Wessel durch die Gegend tragen können. Aber ich glaube, von der Anzahl der Slots ist es, glaube ich, gleich. Guck mal, hier fängt es schon wieder an zu regnen. Im Norden. Im Norden wird es halt kälter und alles. Da wird der Boden nass. So aufpassen, dass man nicht ausrutscht. So, was haben wir hier? Hier geht es zumindest nach unten. Aber sind wir denn schon so weit, dass wir in Höhlen gehen können? Ich glaube noch nicht. Das lassen wir erstmal. Wir sind absolut noch gar nicht ausgerüstet und wir haben alles mit, was wir haben. Und wenn wir dann sterben, dann geht uns der Arsch auf Grundeis, sage ich jetzt mal. Ganz salopp gesagt, ne?
Ich habe auch lange keinen Baum mehr gesehen. Hier ist ein Händler. Aber der bringt uns jetzt nicht viel. Oder können wir irgendwas bei dem verkaufen eventuell? Man weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Hat er irgendwas hier drinnen? Nein. Ich glaube nicht. Hallo, was machst du hier? Du siehst ja auch gruselig aus. You can sell. Ja, nichts davon habe ich. Hier ist nochmal Obsidian. So. Da, guck mal. Geh mal weg. Moment, war da jetzt nicht was drinne? Hä? Hallo? War die leer? Das gibt's ja gar nicht. Die war leer? Gibt's das auch? Das habe ich so noch nicht. Das habe ich so noch nicht gehabt. Ganz ehrlich, hatte ich so noch nicht gehabt. Ach, Mensch. Was machen wir denn? Wie kommen wir denn wieder nach Hause? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, hier geht's aber, da kommt nämlich ein Drifter. Das ist sogar auch noch ein Deep Drifter. Jetzt haut er ab. Die feige Sau. Guck mal, ob er was Schönes bei sich hat. Natürlich nicht. Das ist 9 von 10. 10 von 10. Jawohl. Das Stroh, das schmeiße ich mal weg. Das brauche ich. Ich gehe mal in die Tiefe. Ich traue mich jetzt einfach mal. Aber es ist halt sehr, sehr dunkel, nicht? Und ich werde auch getroffen. Ich habe Angst, nein. So ganz ohne Rüstung und alles, da bin ich jetzt erstmal raus. Das lassen wir. Weil wir brauchen auch schon wieder was zu essen. Oh. Ah, hier. Gekochte Papyrus, hier nochmal. Wir gehen einfach weiter Richtung Norden. Eieieiei. Ach Mensch. So eine Kacke aber auch. Aber wie gesagt, wir haben ja irgendwann vielleicht mal Glück und kommen dann auch wieder nach Hause. Wir müssen halt quasi bloß den entsprechenden Punkt finden. Guck mal, hier ist es schön grün und alles, ja. Aber hier stehen kaum Bäume. Es stehen wirklich hier kaum Bäume rum. Also den letzten Baum, den ich gesehen habe, war da hinten irgendwo. Und den haben wir nicht abgebaut. Da hinten ist scheinbar noch eine Ruine. Sieht das aus? Ja, das sieht nach Ruine aus. Noch mehr Obsidiansteine. Das scheint eine sehr, sehr obsidianlastiger Untergrund zu sein. Hier sind sogar noch mehr Ruinen. Mehr als eine. Sehr schön. So, gucken. Oh, hier ist Flachs. Hier ist Flachs drin gewesen. Na, das ist kein Obsidian. Na, Quarz. Na, okay, gut. Quarz brauche ich jetzt erstmal nicht. Mal gucken. Hier hinten müsste noch eine Wessel sein. Diese Ruinen haben immer nur eine. Ja, und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Samen. Ich will mich aber eigentlich nicht häuslich niederlassen.
Deswegen. So, jetzt sieht es hier nach einer ganz schönen großen Steppe aus. Hier rechts ist nochmal eine Ruine. Da gehen wir mal hin. Sieh dann. Oh, guck mal. Ah, das Huhn ist aber schnell. Das Huhn ist schnell. So. Jetzt greift mich der Hahn an. Naja, okay, gut. Ich hab, glaube ich, seine Freundin getötet. Das ist schon schrecklich. Schon schrecklich. So richtig schrecklich. So. Wo wollt man hin? Genau. Oh, guck mal, hier ist so viel Obsidian. Okay, so viel brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht. So, hier ist eine. Ja, was zu essen. Dann ist hier, glaube ich, irgendwo in der Ecke immer noch eine gewesen. Jetzt runter für eventuell, ich weiß es nicht. Ja, genau hier. Oh. Das sind es ist Verbandsmaterial. Sehr gut. Ja, zum Glück geht die Fackel nicht aus. Wenn ich hier so rumstehe. Weil es regnet ja quasi. Normalerweise geht ja dann auch im Regen die Fackel aus. Aber ich glaube, wenn ich es in der Hand habe, ist das gut. So, was haben wir hier? Hier sind nochmal Bäume. Nicht diese Hyäne sich nicht. Doch, da ist er. Dieser fiese kleine Kerl. Ich bin nass und ich glaube, ich friere ein wenig. Ich muss mal kurz was wegschmeißen, damit ich die Kiste mir hinstellen kann. Ja, da hauen sie ab dann immer. So, warte. Hab ich da noch weggeschmissen? So. Den Basaltsand, den sammle ich, glaube ich, immer wieder ein. Den brauche ich aber nicht. So, und die Fackel sollte ich vielleicht auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Wie gesagt, das bringt uns ja nur Probleme im Sinne von, dass wir schneller Hunger bekommen. Hier ist noch ein Händler. Da könnte ich mich jetzt einmal schnell retten. Auch wenn die Hyäne jetzt nicht wirklich Schaden macht, können wir uns ja kurz mal hier bei einem Händler niederlassen. Was hat er denn hier Schönes? Was können wir denn da verkaufen? Nicht weiter. Wooden Ladders. Haben wir nicht. Also wir haben zumindest erstmal nichts, was wir bei dem Händler verkaufen könnten. Von daher lassen wir das einfach auch wieder. Ja, ich bin schon wieder hungrig. Und es wird schon wieder dunkel. Langsam. Tja, ich weiß nicht. Was machen wir? Hier ist ein riesen See. Hier gibt es kaum Bäume. Schlimm.
würde sagen, wir machen uns dann halt irgendwann mal hier irgendwo unser kleines Lager. Damit wir erstmal wieder ein bisschen was... Oh, so viele Hyänen überall. Guck mal, da oben sieht's gut aus. Hier oben können wir unser Nachtlager aufbereiten. Beziehungsweise, da hinten wird es schon wieder hell. In welcher Richtung wird es hell? Ich weiß es nicht. Ich bleibe einfach mal hier. Dann springen wir jetzt mal einfach hier hoch und richten unser Nachtlager hier quasi oben ein. So. Bisschen Dreck abbauen. Das Bett und alles habe ich ja mitgenommen. So. Jawohl. Wie gesagt, 17 Uhr und es wird schon wieder dunkel. Naja. Im Sommer, im Frühling, da ist die Sonne noch nicht so lange oben. Gut, dann machen wir uns mal hier so ein kleines Dächlein für unser Feuer. Habe ich jetzt hier zufällig, jawohl, hat er. Zack. Und Holz habe ich jetzt erstmal. Achso, warte mal, Holz habe ich in der Kiste. Die kann ich ja mal hier hinstellen. Feuerholz hatte ich, hatte ich jetzt so nicht. Halt, falsch rum. So rum. So, das ist fertig. Da schmeißen wir jetzt direkt erstmal das Papyrus wieder rein, weil wir müssen es brauchen. Jede Menge Essen. Und dann würde ich sagen, ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Es passiert halt irgendwie auch nie was. Von daher, ja, mal sehen, wie es in der nächsten Folge aussieht, wo wir uns aufhalten werden. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden sehen. Und von daher, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.